Ja, vielen herzlichen Dank. Aber bevor wir uns in die Frage direkt hineinbewegen, beginnen wir mal von vorne. Der Einstieg ins Internet ist heute sehr früh. Wir können davon ausgehen, dass bereits 1- bis 2-jährige Kinder im Internet unterwegs sind, das Internet nützen oder zumindest auf Bildern im Internet vorkommen. Viel früher kann der also nicht mehr passieren. Wir sind also im unteren Ende, Anfang des Lebens angelangt. Wir haben also heute mit Generationen von Kindern zu tun, denen das Internet eigentlich seit Beginn des Lebens ein Bestandteil des Lebens sein wird oder ist bereits. Im Gegensatz ein bisschen zu dieser Generation, die wir heute oft Head Down nennen, Sie wissen, manche von Ihnen gehören da vielleicht auch dazu, diejenigen, die schon so ein bisschen einen Buckel haben, wo ein imaginäres Kalb drauf sitzt, weil immer der Kopf im 60-Grad-Winkel auf irgendein Smartphone oder anderes digitales Ding schaut. Das Internet ist also ein ganz ein wichtiges Bestandteil der Jugendlichen heute. Es ist so normal wie für meine Generation der Kugelschreiber. Und hier sehen Sie eine Deutschaufgabe einer 4. Klasse eines Wiener Gymnasiums auf die Frage, was bedeutet für dich das Internet? Sollten Memes erstellt werden? Also eine eher untypische Aufgabenstellung für den Deutschunterricht, wo die Jugendlichen aber mit sehr Feuereifer mit dabei waren. Und jetzt frage ich Sie mal, was glauben Sie, welches Geschlecht hatte die Person, die diesen Meme erstellt hat? Wer sagt, es war ein Mädchen? Hände hoch. Wer sagt, es war ein Junge? Hände hoch. Da ist leicht die Mehrheit. Es war ein Mädchen. Also ganz immer können wir da nicht so sicher sein bei den Dingen, die wir annehmen. Was tun Jugendliche im Internet und warum zeige ich solche Folien auch her, beziehungsweise vor allen Dingen die nächste? Wir wissen aus Untersuchungen und auch aus Gesprächen, dort, wo sie mit Online-Gewalt konfrontiert sind, das sind einfach die Orte, wo sie im Internet sind. Das sind nicht andere Orte, es sind nicht gesonderte Orte. Es gibt auch nicht Orte oder Apps, wo besonders viel vorkommt. Es ist einfach überall dort, wo sie unterwegs sind. Daher müssen wir uns auch die Orte anschauen, wo sie unterwegs sind. Also zum Beispiel in den sozialen Netzwerken, und auf die werden sich jetzt auch diese Fragestellungen mit Online-Gewalt in erster Linie fokussieren. Dieser Jugend-Internet-Monitor erheben wir seit einigen Jahren mit Hilfe des Instituts für Jugendkulturforschung immer im Spätwinter. Das heißt, die Darstellung, die Sie hier sehen, ist fast ein Jahr alt. Sie können also davon ausgehen, es ist veraltet. Es ist nur das Neueste, das wir haben, deswegen müssen wir uns auch noch damit beschäftigen. Wenn wir uns die Zahlen genauer anschauen, das sehen Sie jetzt weniger hier in der Darstellung, sondern haben wir uns in der Erhebung angeschaut, wie schaut es denn mit Mädchen und Jungs aus in diesen sozialen Netzwerken? So sehen wir, dass die Jungs da gar nicht so sehr an vorderster Front sind, das sind eher die Mädchen. Im Gegensatz zu den spielebasierenden Netzwerken, die Sie jetzt eher so auf der rechten Seite bei zum Beispiel Twitch oder Discord sehen, dort haben die Jungs die Nase vorne. Also wir haben einerseits recht traditionelle Verteilungen, die Mädchen, die quatschen mehr, die kommunizieren mehr und die Jungs, die spielen mehr, sodass wir schon seit ganz, ganz vielen Jahren eigentlich ja, so rund ums Internet beobachten und erzählt bekommen. Das sehen wir auch in diesen Zahlen. Wir sehen aber auch, dass soziale Netzwerke für alle interessant sind. Und wir wissen eben, genau in diesen sozialen Netzwerken sind sie auch mit den vielfältigen Formen von Gewalt konfrontiert. Was kann denn das zum Beispiel sein? Das können zum Beispiel Hass
Hassposting sein. Und ich möchte gerne die Unterscheidung machen zwischen Hasspostings und Cybermobbing. Das eine kann im anderen enthalten sein, muss aber nicht. Ein Hassposting kann auch ein Einzelevent sein, ist deshalb nicht viel lustiger für die betroffene Person. Es muss aber nicht in einem ganzen Mobbing- oder Cybermobbing-Prozess integriert sein. Kann, muss aber nicht. Was Sie hier sehen, ist ein gefaktes Hassposting. Es stammt aus einer Studie, wo ich Ihnen gleich einige Ergebnisse auch vorstellen werde, dass die Uni Wien in Wien durchgeführt hat, mit Jugendlichen zwischen 14 und 17 ungefähr, wo es darum ging, welche Formen der Gewalt erleben diese Jugendlichen und was tun sie dagegen. Unsere Frage war, gibt es so etwas wie Zivilcourage online? Und mit dieser Frage beschäftige ich mich jetzt ein bisschen. Hier aber noch sozusagen ein anderer Aspekt, womit sind Jugendliche Online-Gewalt konfrontiert. Hier das Beispiel Cybermobbing oder vielleicht ein Beginn einer Cybermobbing-Situation. Cybermobbing ist ja immer das längerfristige Fertigmachen gezielt einer Person, wirklich mit dem Ziel, die fertig zu machen und im Netz und immer unter Zuhilfenahme von vielen Personen, die hier zuschauen, wegschauen und nichts tun. Wir haben aber auch ganz viele Kommentare in verschiedensten Plattformen, hier das Beispiel einer Gamerin die in einem der Chats erklärt hat, was sie in ihrem Kulturbeutel, also einem essentiellen Ding beim Verreisen, so mit sich führt und dann gleich vielen sexistischen Kommentaren ausgesetzt war, was ganz sicher zu beobachten ist, wenn man mit Spielerinnen, die in diesen Plattformen unterwegs sind, man auch sehen kann, sexistische Kommentare überleben hier nicht lange, denn wie das so schön in der Fachsprache heißt, hier wird immer gemoddet, es wird moderiert. Keine Spielerin wagt sich da alleine hinein, sondern sie nimmt sich Unterstützung mit, eben in Form einer Moderation. Das können Freunde, Freundinnen sein, es können aber auch welche von der Plattform selbst sein. Wir haben so versucht, ein bisschen nachzudenken, was sind denn jetzt so überblicksartig eigentlich die Formen der Gewalt, die Mädchen und auch Jungs ausgesetzt sind. Und was wir so versucht haben, irgendwie eine Einteilung hier zu machen, die aber vielleicht mehr noch in Brainstorming-Phase ist, ist, dass wir große Unterschiede sehen müssen zwischen dem privaten und dem öffentlichen Umfeld, wo diese Gewalt auftritt. Im privaten Umfeld würde ich gerne die Überwachung einmal als erstes heranziehen. Das sind jetzt nichts die Kommentare, wie wir sie vorher gesehen haben, sondern das sind die Eltern, das sind die Freunde, auch manchmal die Freundinnen, die immer ganz genau wissen, wo du bist. Und du erlaubst es ihnen auch, weil du erlaubst, dass der GPS-Tracker aktiv ist, du erlaubst, dass in Snapchat die SnapMap aktiv ist, du erlaubst, dass in WhatsApp dein Standort mitgesehen werden kann. Du begibst dich also selbst in die Situation hinein, dass man ganz genau sehen kann, wo du bist, und wenn du irgendwo abweichst von deinem üblichen Orten, das sofort hinterfragt wird, und gerade wenn es um die Partner handelt, da durchaus auch dann die Eifersucht sehr schnell sehr eskalieren kann. Cyberstalking ist ganz sicher etwas, wo mehr Mädchen betroffen sind, aber durchaus auch Jungs. Das immer wiederkehrende Kontaktaufnahme auf den verschiedenen Plattformen mit verschiedenen Mitteln. Das kann online, es kann auch offline sein. Wenn es nur online ist, ist es nicht immer klar, wer dahinter steht. Nur meistens ist es den Betroffenen sehr schnell klar, wer dahinter steht. Wir haben es mit Identitätsdiebstahl zu tun. Jemand anderer übernimmt meine Konten. Manchmal, weil ich selbst dumm war,
manchmal aber auch, weil jemand anderer geschickt war, in den seltensten Fällen, weil irgendjemand technisch unglaublich versiert ist. In ganz vielen Fällen dieses Identitätsdiebstahls können wir von Social Hacking sprechen. Da hat einfach jemand zugeschaut, was mein Passwort ist. Oder in Snapchat habe ich meine Kontendaten an eine Person so im Sinn der Urlaubsvertretung übergeben. Für alle, die mich jetzt fragend anschauen, ein kurzer Exkurs. In Snapchat, ein sehr wichtiges soziales Netzwerk für Jugendliche, gibt es die sogenannten Streaks oder Flammen, die eine Freundschaftsbekundung gleichzustellen sind. Wenn ich mit einer Person einen Streak von zum Beispiel 53 habe, dann habe ich mit dieser Person 53 Tage jeden Tag ein Foto hin und her geschickt und ich habe nicht vergessen, innerhalb von 24 Stunden ein weiteres Bild zu schicken. Jemand wie ich bin alt, mir sozusagen sieht man nach, dass ich Streaks versemmle, weil da finden die Jugendlichen schon cool, dass ich es überhaupt bis 4 schaffe, so ungefähr. Aber untereinander ist das nicht so und das Versemmeln eines Streaks, sprich man hat nicht innerhalb dieser 24 Stunden geantwortet, ist gleichbedeutend mit Abbruch von Freundschaft. Es wird oft auch dann manchmal auch so als Ausgangspunkt von Cybermobbing-Situationen später gesehen. Das heißt, Jugendliche, die von Eltern gezwungen werden, ins EU-Ausland in ein Hotel ohne gesicherten WLAN zu fahren und die solche Streaks haben, müssen sich um eine Urlaubsvertretung kümmern. Denn was nicht passieren darf, ist, dass in ihrer Zeit der Abwesenheit in diesem internetlosen Hotel irgendwo in einer wunderschönen Gegend ihre Streaks verloren gehen. Demnach geben sie ihre Kontendaten weiter und ob sie es zurückkriegen, oft schon, aber manchmal auch nicht. Und dann sind wir beim Identitätsdiebstahl. Ob das rechtlich ein Diebstahl ist, ist dann die Frage. Verunglimpfung ist definitiv, und das haben wir jetzt schon vielfach vorher gehört, etwas, wo Mädchen mehr betroffen sind, aber durchaus nicht nur. Wenn wir uns jetzt so anschauen, wie sind diese Postings oder diese Kommentare in Bezug auf die Geschlechterrolle der Mädchen, dann werden die sehr stark auf ihr Aussehen und auf ihr Nichtkönnen reduziert. Die Spielerinnen, die beschreiben, dass sie, wenn sie irgendwie keinen Bock drauf haben, dann nicht reden mit den anderen Spielern im Spiel, damit die nicht erkennen, dass sie Mädchen sind, sind hier ein typisches Beispiel, weil wenn die anderen Spieler erkennen, dass sie Mädchen sind, dann werden sie gleich niedergemacht oder auch rausgedrängt. Ja, und öffentlich haben wir es mit vielen sozusagen Formen der Gewalt zu tun. Von Mädchen werden sehr schnell auch durch Mädchen Bilder verbreitet. Es werden Gerüchte verbreitet. Sehr beliebt, und das haben wahrscheinlich die meisten hier auch schon in irgendeiner Form erlebt, sind die Nacktfotos, wo immer die Mädchen selbst schuld sind. Warum haben sie es doch ihrem Freund geschickt? Wie blöd konnten sie nur sein? Also wir ganz ein eindeutiges Victim-Blaming hier haben. Bitte sind immer die schuld, die es dann weitergeschickt haben, nicht die Mädchen, die es ihrem Freund geschickt haben. Die dürfen das sogar, wenn der Freund einverstanden ist, ist zu bekommen. Aber der Freund darf es nicht weiterschicken, auch nicht zur Erpressung, auch nicht aus Rache. Wir haben es mit vielen Formen von Hasspostings zu tun. Die Zockerinnen habe ich schon angesprochen. Und was einfach zu beobachten ist, dass Mädchen vorsichtiger sind. Vorher haben wir es schon mit der Straße gehört. Was tun wir Frauen, wir Mädchen auf der Straße, um nicht Opfer von Gewalt zu werden? Auch online gibt es genau dieses Phänomen. Mädchen sind zurückhaltender, sie äußern sich weniger. Sie haben Angst, angepisst zu werden, geflamed zu werden. Und daher schreiben sie nicht, posten sie nicht, kommentieren sie nicht, äußern also ihre Meinung nicht.
Schauen wir zu den Burschen. Sie sehen, hier ist der linke Teil recht ähnlich. Hier haben wir eher es damit zu tun, dass wahrscheinlich die Mengen weniger sind. Aber bei den Geschlechterrollen haben wir ganz eindeutige Unterschiede. Wir haben vor einigen Jahren eine Studie gemacht, wo es um Unterschiede in der Selbstdarstellung zwischen Mädchen und Jungs ging. Und eines der wichtigsten Ergebnisse war die Aussage, das Internet kennt keine traurigen Burschen. Männer, Jungs, Burschen dürfen online keine traurigen Emotionen zeigen, die dürfen nur positiv, die dürfen nur stark sein. Sie werden also auf Stärke reduziert bis zu einem gewissen Grad. Schön sein ist auch schon ein bisschen fraglich, so hin und wieder. Aber ich glaube, da sind wir sehr bei den Aussagen von vorher. Ja, und wenn es um öffentliche Diffamierungen geht, dann ist es das Schwulsein, was wir auch schon gehört haben. Und auch, dass Jungs einfach immer Gewalt ausüben. Also, das ist so, oder? Ich habe Ihnen schon gesagt, ich bringe ein paar Dinge, die im Rahmen dieses Projektes Zivilcourage 2.0 entstanden, durchgeführt von der Uni Wien, nicht von mir. Ich mache jetzt ein bisschen PowerPoint-Karaoke. Eine der Fragen, die in dieser Studie beantwortet versucht wurden, war, was sind eigentlich diese Formen der digitalen Gewalt? Und hier ist diese Unterscheidung zwischen der sichtbaren öffentlichen und der nicht sichtbaren privaten Gewalt sicher etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir bemerken, dass insgesamt im Internet, in der Kommunikation des Internets, alle kennen den Begriff des Dark Webs. Wir sprechen aber auch heute mehr und mehr von einem Dark Social Web. Warum? Ganz viele der Kommunikation, die wir alle vermutlich hier in diesem Raum so online führen, ist genau in diesem Dark Social Web, also dort, wo die anderen nicht zuschauen können. Das ist WhatsApp, das ist die E-Mail, das sind andere Messenger, das sind Gruppen, die abgeschlossen sind. Das öffentliche Internet, wie noch vor einigen Jahren Facebook, wo man zuschauen konnte, wenn jemand aufs Klo ging, so ungefähr, das ist längst ein Teil der Vergangenheit. Das gibt es in dieser Form nicht mehr. Das sichtbare Internet ist nur noch ein kleiner Teil dessen, worin sich unsere Kinder und Jugendlichen bewegen. Und deshalb ist diese Unterscheidung auch ganz, ganz wichtig. In der Regel erleben sie es nämlich einfach im nicht sichtbaren Bereich. Was kann das sein? Das sind beispielsweise die unerwünschten Inhalte, die geschickt werden. Ganz viele Jugendliche, eigentlich fast wurscht welchen Geschlechts, haben das im Laufe des Jahres 2019 vielfältig erlebt. In Instagram, in TikTok haben sie in den Privatnachrichten Dickpics, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt, bekommen, also Schwanzbilder in vielfältiger Form, später dann abgelöst durch die Busenbilder. Heute sind die von Instagram zumindest hinausgedrängt worden und es sind nur noch Links auf entsprechende Bilder. Aber das sind durchaus Dinge, die die Jugendlichen als Belästigung empfinden, die sie auch als unangenehm empfinden und die auch ein Stück weg bei manchen Mädchen zu diesem Rückzug beitragen. Die wollen gar nicht mehr dann auf Instagram, auf TikTok, in die Privatnachrichten schauen, weil sie haben Angst, dass wieder irgend sowas drinnen ist. Manche der Mädchen, muss ich auch sagen, gehen auch darauf ein. Das sind dann vor allen Dingen die dann, wenn sie sagen, Urfahrt ist, die wenig erwachsene Begleitung haben und auch wenig Interesse an ihrer Person durch Erwachsene erleben. Neben diesen unerwünschten Inhalten, die geschickt werden, gehört natürlich das Stalken, die Fake-Accounts und auch Eifersucht, Drohung, alle diese Bereiche dazu. Und öffentlich sehen wir eigentlich eher nur diesen Bereich der Beschimpfung, so wie wir es vorher ein wenig gesehen haben bei der GEMA-Rin. Hier ein bisschen konkreter in Zahlen.
Jugendliche wurden gefragt, was haben Sie denn beobachtet, welche Online-Übergriffe es in Ihrer Umgebung gibt. Und das ist gerade, wenn man sich mit Zahlen rund um Cybermobbing, Mobbing, diese ganze Thematik beschäftigt, sehr schwer an vertrauenswürdige Zahlen heranzukommen. Die Fragestellungen sind hier sehr entscheidend, aber man sieht schon, jemand wird durch Kommentare oder Nachrichten schlecht gemacht. Hier haben nur 14% gesagt, dass sie das noch nie beobachtet haben. All die anderen haben es mehr oder weniger häufiger schon einmal gesehen. Und wo sie es gesehen haben, das ist eher eben in den Gruppen rund um sie, in den WhatsApp oder sonstigen privaten Bereichen, eben in diesem Dark Social Web. Die Veröffentlichung von falschen und beleidigenden Inhalten, Haterseiten, Fake-Profile, auch das kann durchaus in diesem abgeschlossenen Bereich des Internets sein. Das heißt auch nicht, dass ich, ohne die jetzt zu kennen, diese Fake-Profile, diese Hater-Seiten sehen würde, denn ich bin wahrscheinlich sehr egal als Publikum. Wichtiger ist immer das Publikum rundherum, die also direkt in der Umgebung der Jugendlichen bestehend sind. Eine der Ergebnisse dieser Studie war ernüchternd. Die Jugendlichen greifen aber nicht ein, wenn sie so etwas sehen. Sie tun nichts. Warum tun sie nichts? Auch das wurde versucht herauszufinden. Es sind so ein paar Punkte und jetzt niemanden hier, glaube ich, überraschen, die besonders, das sind ja auch Punkte, die nicht nur auf die Jugendlichen beschränkt sind, vermutlich geht es auch den meisten hier, den meisten Erwachsenen so. Fangen wir mit diesem Punkt ganz links an, der mangelnden Empathiefähigkeit bei der Wahrnehmung. Also die sind ja selber schuld, wir haben schon vorher bei den Nacktfotos, habe ich schon angesprochen, aber es wird eigentlich abgesprochen, dass das irgendwie besonders tragisch ist oder man traut sich auch gar nicht darauf einzulassen, das zu beurteilen. Man ist auch nicht so ganz überzeugt, sagen die Jugendlichen, dass es was bringt. Also die Wirkung des eigenen Handelns wird nicht sehr hoch eingeschätzt, also tut man es gleich gar nicht. Genauso wird auch, das hängt ein bisschen mit diesem ersten Punkt zusammen, nicht eingeschätzt oder nicht gut eingeschätzt, wie schwer ist denn das, was denn da zu sehen ist. Ist das noch Spaß? Ist das ernst? Es ist eh nicht so schlimm, ist dann eher die Entschuldigung für sich selbst, nichts zu tun und auch gleich diese mangelnde Verantwortungsübernahme, mich geht es ja nichts an, damit habe ich nichts zu tun, der nächste Punkt. Und das ist, fand ich an diesen Zahlen besonders interessant, es ist ja nur online, daher nicht so tragisch. Die echte Gewalt ist ja im analogen Raum. Und das von Jugendlichen, für die eigentlich es ganz schwer zu unterscheiden ist, was passiert online, was passiert offline. Für sie ist ja das eigentlich eine Welt. Wenn es aber darum geht, dass sie eingreifen müssten, könnten, dann ist es nur online. Ja, und dann der letzte Punkt hier, einer, der wahrscheinlich sehr wichtig ist. Sie können nicht abschätzen, was passiert denn oder wären Sie das nächste Opfer? Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo man sehr gut ansetzen kann, weil das ist natürlich relevant. Das erleben auch viele der Jugendlichen, die etwas tun. Im Übrigen erleben sie es nicht nur, weil andere Jugendliche sie dann aufs Korn nehmen, zum Opfer machen, sondern auch Lehrende, sondern auch Direktoren. Auch Eltern, die habe ich immer wieder gesehen, Jugendliche, die Sachen aufzeigen, die auf Übergriffe online hinweisen, zu Mittätern gemacht werden, weil sie eben auch in dieser WhatsApp-Gruppe drin waren.
Ja, wann greifen Jugendliche noch am ehesten ein? Das ist ganz einfach. Je näher ihnen das Opfer, die betroffene Person steht, desto eher greifen sie ein, wenn es die eigenen Freunde sind oder wenn es jemand aus der Community ist. Das kann auch die eigene sozusagen kulturelle Community sein, dann wird eingegriffen. Je weiter weg eine Person ist, desto weniger engagieren sie sich dann für diese. Sie sagen nämlich, es gibt große Unterschiede zwischen Zivilcourage online und Zivilcourage offline. Offline braucht man echt viel Mut. Und ich glaube, morgen gibt es da mehr dazu. Man braucht viel Mut und man braucht auch das Handwerkszeug. Man kann viel erreichen, sagen die Jugendlichen. Und die betroffenen Personen sind dankbar. Man kann also selbst gut dastehen, ein Held sein, wird auch manchmal so umschrieben. Online ist das nicht so. Man ist erstens immer zu spät, weil dann, wenn man es liest, ist schon passiert. Es ist auch nicht erfolgversprechend, siehe vorne. Man kann vielleicht weniger erreichen und außerdem, es ist viel zu wenig anstrengend. Klingt paradox, absurd, aber so haben die Jugendlichen das auch dargestellt. Interessant, das ist aber eher für die, die sich so aus diesem Bereich des Cybermobbing so beschäftigen, wir haben das auch heute schon gehört, ist, Opfer und Täter können die gleichen Personen sein, einfach in unterschiedlichen Rollen. Also wir, die wir solche Dinge sehen, beobachten, mitbekommen, müssen vorsichtig sein, wir müssen schauen, ganz genau schauen, mit wem haben wir es hier zu tun. Wir müssen also die Rollen sehr gut abklären. Wir dürfen nicht sofort Schlüsse ziehen, sondern uns erst wirklich ein Bild machen. Aus dieser sehr großen Studie kommt da ziemlich eindeutig auch so das, was wir aus der Praxis schon immer wieder gesehen haben, auch die Bestätigung. Von was wird also Zivilcourage online hier beeinflusst? Natürlich, es geht immer um die Situation und es geht um die Personen, die daran beteiligt sind, wie nah, wie fern, wie wichtig sind mir die, aber es geht auch darum, was ist üblich, was ist in der Gesellschaft üblich, was ist angesehen. Und hier muss man sagen, im Moment ist es nicht besonders angesehen, einzugreifen, Gegenrede zu machen. Es passiert wenig, zu melden, zu blockieren, vielleicht noch eher, aber generell ist es eher etwas, was nicht so hoch im gesellschaftlichen Kurs steht. Vielleicht können wir das ja mit Veranstaltungen wie dies auch ändern. Wie kann das ganz konkret ausschauen? Ja, melden, blockieren, kommentieren, Gegenrede sind so Möglichkeiten. Wir haben das dann versucht, auch noch in so Fallbeispielen uns anzuschauen, wie das so eher konkret dann in der Praxis ausschaut. Und da sind dann so folgende Dinge gekommen und da werden wir jetzt schon ein bisschen konkreter. Die Jugendlichen haben zum Beispiel angegeben, und zwar Mädchen wie Jungs, die Betroffenen direkt zu unterstützen. Also auch wenn sie online etwas in größeren Gruppen sehen, gehen sie eher her und schreiben eine Direktnachricht, sprechen die Personen dann eher direkt an. Öffentlich versuchen sie es eher mit Humor, also Gegenrede mit Humor ist hier eine Strategie, die immer wieder genannt wurde. Gegenrede insgesamt, haben sie aber auch gesagt, muss sachlich sein und es geht immer darum, die Mitlesenden zu beeinflussen, nicht diejenigen, die jetzt da online vor sich hinkotzen. Immer wieder wurde auch die Polizei angesprochen. Ich bringe noch ein paar Fallbeispiele und da wird das dann auch klarer. Und auch was die Jugendlichen tun, ist, dass sie Erwachsene rund um die betroffenen Personen informieren. Und das können unterschiedliche sein. Und hin und wieder passieren dann auch so Dinge wie ein Love Storm oder ein Netzwerk gegen einen Shitstorm. Zumindest stellen sie sich das auch so dann vor, dass das so sein könnte.
Also es bringt was, das ist sozusagen eine wichtige Aussage, nämlich es motiviert auch andere, Ähnliches zu tun. Also nicht alles hinzunehmen, was man da online sieht. Und das ist eine Aussage, die mir besonders gut gefallen hat. Man soll den Idioten zeigen, dass sie nicht alles machen können. Also raus aus der Passivität, hinein ins aktive Tun. Und jetzt noch ein paar Fallbeispiele. Ein Freund ist von Cybermobbing betroffen. Das ist eine Geschichte eines Burschen. Der zieht sich völlig in sich zurück, ist wie in der Starre, kann überhaupt nicht mehr reagieren, ist unfähig, irgendwas zu tun. Und der Freund übernimmt dann für ihn die Handlungen, die in so einem Fall sinnvoll sind. Also er wird so eine Art Stellvertreter für ihn, informiert die Eltern, geht zu Trusted Flaggern, meldet die entsprechenden Postings. Wir haben noch eine Vertreterin einer dieser Trusted Flagger-Organisationen hier im Raum. Zara ist so eine Organisation. Rad auf Draht für die Jugendliche ist so eine Organisation. Das sind Organisationen, die einfach direkter und schneller bei den sozialen Netzwerken intervenieren können. Manchmal hilft es was, nicht immer hilft es was, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, es zu probieren. Ein Beispiel, das jetzt schon ein bisschen dem widerspricht, was wir vorher gehört haben, ist das Mobbing einer sehr unsympathischen Klassenkollegin, das eines Mädchens, die beschreibt, also da ist ein Mädchen in ihrer Klasse, die ist wirklich extrem unsympathisch, die kann sie nicht ausstehen, aber dass die gemobbt wird oder online in einer WhatsApp-Gruppe fertig gemacht wird, geht dann doch zu weit und sie rafft sich auf und meldet das bei der Lehrerin. Dem betroffenen Mädchen möchte sie es nicht sagen und sie möchte auch nicht, dass herauskommt, dass sie dahinter stand, den Vorfall zu melden. Sie möchte also, und das ein bisschen auch von vorher im Gegensatz zu Zivilcourage offline, sie möchte hier nicht die Heldin werden, sie möchte gar nicht wahrgenommen werden. Eins der Beispiele, das nächste ist sehr durch die Medien gegangen, circa 2 Jahre her, ein Bursch irgendwo in Österreich, der in einem Online-Spiel mitgekriegt hat, dass ein Bursch irgendwo aus Deutschland einen Amoklauf vorhat an seiner Schule, am nächsten Tag mit Waffen gehen möchte und dort endlich einmal für Ordnung sorgen möchte. Der hat also das online gesehen in diesem Spiel, war sich sehr unsicher, wie er reagieren soll, hat dann bei Rad auf Draht angerufen und die haben ihn sehr bestärkt, die Polizei zu informieren. Er hat alle Beweise gesichert, Screenshots gesichert. Er hat dann die Polizei informiert, die sind auch sofort zu ihm gekommen, konnten dann aufgrund seiner Beweise sehr schnell die deutschen Kollegen informieren und dieser Amoklauf konnte verhindert werden. Es ist also auch ein Beispiel dafür, dass es nicht immer nur die nahen Freunde sein müssen. Auch das letzte Beispiel, das ist vor ein paar Jahren in Wien Umgebung gewesen. Es war ein sehr großer Cybermobbing-Fall auf mehreren Plattformen, der in großen Teilen von Wien allen Schüler und Schülerinnen bekannt war. Jeder kannte diese Seiten, jeder kannte die Geschichte zu einem Mädchen, deren Nacktbilder einfach die Runde gemacht haben. Aber wirklich getan hat niemand was von diesen tausenden Jugendlichen, die da zugeschaut haben. Einer hat dann angefangen, alle Meldestellen, die ihm irgendwie sinnvoll erschienen sind, zu informieren. Irgendwann ist das auch zu uns, zu Safe Internet gekommen und wir konnten dann auch mit Hilfe der Trusted Flag erreichen, dass diese Sachen gelöscht wurden. Und ich habe dann irgendwann diesen Burschen kontaktiert, so mir gedacht, naja, da muss man jetzt was für dieses betroffene Mädchen tun, die da abgebildet war, die da wirklich wohl Schreckliches erlebt hat.
Und ich wollte eben schauen, wie man mit der Kontakt aufnehmen kann. Aber er hat sie gar nicht gekannt. Er hat nur einfach gefunden, das, was da passiert, das geht nicht. Das ist ähnlich wie Amanda Todd, die Ihnen vermutlich allen etwas sagt, das Beispiel. Und er wollte nur, dass das aufhört. Er hat keine Ahnung gehabt, wer dieses Mädchen eigentlich wirklich ist. Also es gibt auch diese Beispiele, wo es nicht die direkten Freunde sind, aber in der Regel, das sehen wir, setzt man sich für die näheren Freunde, Freundinnen oder auch Gleichgesinnte ein. Immer wieder ist es aber auch wichtig in der Diskussion mit den Jugendlichen darüber zu reden, was können sie denn selbst tun in dieser digitalen Welt, um mit weniger Online-Gewalt konfrontiert zu werden, also auch selbst betroffen zu sein. Und hier gibt es von der Stadt Wien so ein kleines Heft, das heißt Mädchen im Cyberspace, so wie ein Pixie-Buch. Und da gibt es diese Strategien zur Selbstbehauptung von Mädchen, die finde ich es recht gut zusammenfassen und die auch zeigen, dass es hier nicht nur darum geht, schütz deine Geräte, tu nichts posten über dich, mach die Schotten dicht, damit niemand etwas von dir mitkriegen kann, sondern es geht darum, das schon bis zu einem gewissen Grad zu tun, also sich schon zu überlegen, was sind meine Aktivitäten, muss ich das posten, muss ich das nicht posten, muss ich jetzt diese Kotzerei in der WhatsApp-Gruppe machen oder nicht, sondern also es geht einerseits sich darum, selbst zu überlegen, das eigene Verhalten, die eigenen Geräte, die Einstellungen in den sozialen Netzwerken und ähnliche Dinge, aber auch, wie reagiere ich auf andere, wie unterstütze ich andere, wie reagiere ich, wenn ich etwas sehe und ganz, ganz wichtig, und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, die den Jugendlichen sehr schwer fällt, wo ist eigentlich die Grenze zwischen Spaß und Ernst. Weil wenn man mit ihnen diskutiert zu den verschiedensten Fällen, dann sagen sie mir, es ist ja nur Spaß. Das ist so die erste Aussage. Und wo stimmt das, wo stimmt das nicht mehr? Wer bestimmt das eigentlich? Das sind da wohl ganz wichtige Fragen in der Diskussion mit den Jugendlichen. Die Frage ist aber, was können jetzt wir tun? Resignieren? Na, das tun wir natürlich nicht. Wir werden also uns überlegen, wie kann unser Beitrag dazu sein, dass Jugendliche mehr ermutigt werden, online einzugreifen, online sich auf die Füße zu stellen, sich nicht vertreiben zu lassen aus der öffentlichen Online-Welt. Und da ist mal das Erste, wir selbst als Vorbilder, wenn Jugendliche erleben, dass wir eingreifen, dass wir für andere da sind, dass wir Partei ergreifen, dass wir nicht wegschauen, sondern hinschauen und etwas tun, dann werden sie es auch selbst eher tun. Wir können mit ihnen einüben, was die Möglichkeiten sind, und das können so banale Dinge sein, wie mit ihnen zu üben, wie melde ich in welchem sozialen Netzwerk, das sie so gerade verwenden. Wir können ihnen Mut machen, dass es sinnvoll ist, dass es etwas bringt, dass es einen Unterschied macht, und wir können mit ihnen überlegen, wie sie sich selbst schützen können, um eben nicht selbst ins gleiche Fahrwasser hineinzukommen. Ja, mit dieser Folie ermutigen wir doch die Jugendlichen, würde ich gerne Schluss machen an dieser Stelle.